Stellvertretend für ein rassiges Klassenspiel haben wir uns den 4:2 Endstand in der 87. Minute herausgepickt. Da erkämpft und behauptet der leider nach der Saison aus beruflichen Gründen scheidende Florian Gögel bravourös das Leder. Zuckerpass in den Lauf von Uli Fries und dessen Hereingabe verwertet Mijo Stjepić eiskalt. Ein Konter aus dem Lehrbuch, der zugleich die unheimliche Effektivität der Buchbacher an diesem Abend unterstreicht. Allerdings dann ein klasse Konter nach Ballverlust der Löwen, den wir dann wirklich wieder sehr effektiv zum 4:2 erzielt haben. Und ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend, dass wir heute wirklich sehr, sehr effektiv mit der Chancenverwertung waren. Die über 1200 Zuschauer, die in die SMR Arena gekommen waren, brauchten dies wahrlich nicht zu bereuen. Sie bekamen wirklich was geboten fürs Eintrittsgeld. Die Kulisse, die eine Motivation für die Spieler, Harald Bonimeier verrät auch noch die andere. Wir haben uns natürlich vorgenommen, dass wir gewinnen. Natürlich, weil wir ja auch die letzten Jahre oder das letzte Jahr nicht gewonnen haben, in der Vorrunde knapp verloren, 2-1. Und jetzt wollten wir halt einfach gegen die 60 endlich mehr gewinnen. In den ersten stocklangweiligen 20 Minuten von diesen Ambitionen noch nichts zu sehen. Nachdem die Abtastphase vorbei war, zunächst mal erste Lebenszeichen von den Junglöwen. Buchbach hielt sich dagegen strikt ans taktische Konzept, das hieß Räume dicht machen, und schlug dann in der 32. Minute aus dem Nichts heraus eiskalt zu. Bonimeier mit seinem dritten Saisontreffer. Ich glaube, es war Ecke. Der Gögelflo, glaube ich, kippt dann zu mir zurück und ich schalte am schnellsten und dann schieße ich einfach nichts drin. Wir haben 20 Minuten ein bisschen verhaltener begonnen, haben gesagt, ja, lass mal die 60er erstmal ein bisschen kommen. Die sollen ein bisschen spielen, Kontakte spielen. Wir stellen die Räume zu. Haben es dann geschafft, dass wir nach 25, 30 Minuten besser ins Spiel kommen sind oder besser in die Offensive kommen sind. Haben ein Standardtor gemacht, was wir uns wieder erhofft hatten, weil wir da einfach ein bisschen Schwachpunkte bei den Löwen gesehen haben. Der TSV auch nach der Halbzeitpause weiter nach dem Motto, ihr macht das Spiel, wir machen die Tore. 49. Minute Stjepić auf Alex Petrovic, der findet in der Mitte Thomas Hamburger, das ging hier teilweise wie sprichwörtliche Brezelbacken. 5 Minuten später Freistoß aus Top-Position und Fries lässt sich nicht zweimal bitten. Mit ganz feinem Füßchen verwandelt er zum 3:0. Ja, wir haben einfach 3 Chancen gehabt und 3 Tore gemacht und das war sehr effizient. Das Ding schien nun eigentlich schon durch, doch dann eine etwa viertelstündige Wackelphase der Buchbacher. Und da zeigten die Junglöwen, warum sie vor der Partie auf Platz 3 standen. Daniel Jais in der 63. und Philipp Steinhardt in der 76. Minute nutzten 2 Blackouts in der Hausabwehr jeweils nach Standardsituationen. Die 2 Gegentreffer, ja, auch individuelle Fehler. Das zweite Tor vor allem hat uns sehr geärgert, weil das ein Standardtor ist, dass wir in der Saison ganz, ganz selten bekommen haben. Jetzt schien sogar kurzfristig der Ausgleich möglich, doch richtige Chancen erspielten sich die Gäste nicht. Einziger Aufreger, diese Schwalbe von Ivan Knežević, gut erkannt vom souveränen unparteiischen Peter Oberlaber aus Österreich. Stjepić's 4:2, 3 Minuten vor dem Ende, sorgte dann aber endgültig für Klarheit und verleitete Demmelbauer, obwohl noch 2 Partien zu absolvieren sind, schon mal zu einer kleinen Saisonbilanz. Tolle Saison. Riesenkompliment an die Fans. Also das, was heute da wieder abgelaufen ist, war wirklich ein Fußballfest. So präsentiert man sich in der großen Fußballwelt und es macht einfach unheimlich Spaß, hier alle 2 Wochen zu Hause zu spielen. Viele Zuschauer, tolle Bedingungen, es wird was geboten, es ist ein Event. Und da kann man nur stolz sein. Einmal dürfen sich die Buchbacher noch auf einen Heimauftritt freuen. Erst steht zwar kommenden Samstag die Auswärtspartie in Schalding an, aber dann gibt's am Mittwoch, den 21. Mai, sicher eine rauschende Saisonabschlussfeier nach dem letzten Spiel gegen die kleinen Klubberer.